Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Assassin's Creed Revelations. Dann schauen wir mal. Wir schauen mal weiter. So, hier war was in der Nähe, das nehmen wir gleich mit. Und für die Damen? Meine Auswahl an Schals, Dolen und sonst. Ja, ich bin gerade pleite. Ich bin gerade pleite. Warte, da hinten war ein Schatz. Ja, tut mir leid. Nein, tut's nicht. Geht nicht, bin pleite. Ich muss die ganzen Herolde hier bezahlen, bestechen. Warum sollte man hier seine Waffe ziehen? Ach, nö, hab ich doch gar nicht. Oh. Ezio. Was für ein Athlet. Er ist flink wie der Wind. Ja. Ach da. Mein gut, dass wir das jetzt sehen. Könnte sehr hilfreich Wo sein. Habt ihr das gelernt? Ich hab ein doch X gedrückt. Für einen Gaukler, nicht? Och, pff. Dafür ist man nie zu alt. Na gut, dann gehen wir halt oben lang. Er wird seine Gründe haben. Auf ihren Körpern bringt der Stadt Frieden. Ja, ja, komm. Das ist nicht gut. Ich sollte gehen. Weißt du, das bringt der Stadt auch Frieden. Einfach mal die Klappe halten. Ihr Byzantiner habt allein. Je mehr du dich wehrst, desto übler wird. Ich hasse das. Sie hat doch hier die Dings hochlaufen. Es gibt keine Entschuldigung für so ein Benehmen. Ach doch. Tina hat alle ein großes Maul. Mal sehen. Ach Mensch, ich wollte doch, aber irgendwie. Ist das Menü nicht aufgeploppt? Da ist er! Tja. Ihr seid Mensch, nicht immer tausendmal drücken. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Ja. Wenn Mach ihr das. Mich wollt, schließe ich mich euch an. Klar. Das ist definitiv gewünscht. So, und dann einmal hier. Genau. Warte mal, wir müssen mal wieder hier eingreifen. Hey, bist du noch bei Trost? Was ist denn der? Ein vernünftiges Credo würde seine Anhänger durch die Straßen jagen und Unschuldige töten lassen. Ach der. Diese Assassinen sind irre, übermannt vom blanken Wahn. Hab ich dir nicht gerade Geld ganz gegeben? Bei Trost, der Alte. Hinweis an alle Sipahi, die zurzeit außer Dienst sind. Kutscher Mustafa Pascha. Wird die Beleidigungen der letzten Tage nicht mehr tolerieren. Wollte gerade sagen, habe ich dich nicht gerade erst bezahlt gehabt? Ich glaube, daran hat er sich jetzt gerade erinnert. 2 Sekunden vorher. So, das müsste auch hier irgendwo sein, ne? Oder? Hä? Ich bin verwirrt. Ist das verschwunden? Na, vielleicht war ich nicht rechtzeitig. Ah, gut, dass hier die aus dem Boden wachsen wie kleine Pflänzchen.
gehabt hätte, einen langsamen und qualvollen Fremden. Ja, du sagst das gleich was anderes. Ein Mörder treibt sein Unwesen. So. Ja, lach du mal. Ihr Fremden, wie geht es euch heute? Ich weiß es erst, wenn ich wieder einen gerettet habe. Bewegt dein Hintern. Was ist denn los mit euch? Ich bin doch auch ein Sohn Abrahams. Genau wie du. Weiter so. Jetzt sind sie reich. Verdammt, er entkommt uns. Ja, wollte ich ja gar nicht. Da ist er. Schnell. Weiter so. Jetzt sind sie reich. Manchmal ist Ezio ein bisschen... sehr lahmarschig. So. Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration, Effendim. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Na dann. Sing, Drossel. Okay, gleich zum nächsten. Müssen die natürlich auch nochmal einleiten, ne? Dass wir, dass die dann auch leveln können. Anleiten, sorry. Dass sie dann auch stärker werden. Ah, die Dings können wir auch gleich mitnehmen, ne? Muss hier irgendwo sein. Die hier? Oh, wir sind immer noch pleite. Stimmt, wir sind ja immer noch pleite. Ganz vergessen. Hätte man auch ein bisschen Geld reinpacken können, ne? So, keine Ahnung, 5000 Gülden. Oh, wo ist denn der jetzt schon wieder? Ich bin extra jetzt hierher gelaufen und der ist schon wieder weg. War zu langsam, ha? Huh? Na gut, dann gehen wir doch erstmal zur Gilde. Zwar gesagt, die sprießen aus dem Boden, aber die sprießen mir manchmal auch ein bisschen zu schnell wieder weg. Oder gehen ein. Ah, hier. Sehr schön. Ja. War der nicht schon Level 10, der eine? Ah, okay. Ah, okay, der ist immer noch beschäftigt, deswegen. Gut, wir gehen weiter auf Alexandria. Da sind ein paar schöne für die nicht ganz so starken dabei. Na komm. Ach nö. Wieso? Da bin ich aber enttäuscht von dir. Da hätte ich auch was anderes nehmen können, ne? Hätte ich die auch da mit hinschicken können. Mitschicken. Wohl bemerkt. Ach, und da kann ich Bomben herstellen, ne? Ja. Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal nicht zum Dings laufen. Das ist schon mal praktisch. Ja, ich hoffe, dass wir es diesmal hinkriegen. Wenn nicht... Und wenn nicht, dann zumindest in die Nähe von was anderem laufen. Ihr wisst doch Bescheid. Ich weine, wenn ich sehe, dass da nichts drin ist, was ich gebrauchen kann. Dann weine ich. Sich in dem Alter noch so aufzuführen. Ach ja. Bitte aufhören. Es war nicht bin halt agil, ne?
es gibt keine Entschuldigung für so ein Benehmen. Was denn? Ich bin doch noch sehr fit und agil und sportlich. Ah. Mein Ruf eilt mir voraus. Warte mal, ich hab glaube ich noch gar nicht, ne? Ich hab die falsche Taste gedrückt. Nee, ist noch gar nicht voll. Musst du einfach mal das Spiel offen lassen und einfach nur laufen lassen, ne? Also, dass das Spiel an ist, dass ich aber nicht spiele. Das ist dann, dass das Bankkonto voll ist. Natürlich. Sollte man darauf achten, dass das auch wirklich beschatzt ist und nicht irgendwie... Ne? Halt durch, ich bin unterwegs. Bitte nicht sterben. Hilf auch mal. Drastisch, aber na komm. Verzweifelt nicht angesichts dieser Gewalt. Stärkt mit eurer Hand und eurer Stimme die Reihen der Opposition. Das werde ich. Oh, das klang intelligent. Ich bin begierig, für etwas Größeres zu kämpfen. Das ist auch sehr schön. Guido. Okay. Ja, laufen wir da hinten hin. Da hinten. Welche Richtung? Da. Oh. Laufen ist etwas übertrieben. Würde ich mal sagen. Ihr, mit Verlaub, ihr meint zu schwärzen. Ihr lauft doch gar nicht. Oder irgendwie sowas. Ja, sehr schön. Der ist sehr, sehr fleißig. Ihr beliebt zu scherzen, glaube ich, ne? Das war der Dings. Das wäre richtig gewesen. Mit Verlaub, ihr beliebt zu scherzen. Habt ihr den Verstand verloren? So. Ach, schon wieder einer zurück. Oder gerade von weggegangen. Egal. Nein. Hegt keine freundlichen Gefühle für. Warum sollte man hier seine Waffe ziehen? Was Entschuldigung. Guter Gott, Oma. Ist das nicht gefährlich? Och ja. Hin und wieder, aber nicht das. Ah, wir haben wieder Tresor, Einkommen im Tresor. So. Deswegen gehen uns die Rekruten aus. Hier ist alles dunkel. Entschuldigung, Damen. Ladies. Ich muss mal... durch. Der hat sie doch nicht alle beisammen. Frag mich das nochmal, wenn ich neben dir stehe. Ich hab Kreis gedrückt.
Was? Ihr da. Ihr seht aus, als hättet ihr eine ziemlich hohe Meinung von euch selbst. Aber ich halte euch für einen erbärmlichen Jammerlappen. Was haltet ihr davon, Altschack? Hätte ich euch etwas zu sagen, Amico, wendete ich mich an eure Mutter. Wie könnt ihr es wagen? Das klären wir sofort. Bleibt liegen und belästigt niemanden mehr. Belohnt. Ist das euer Ernst? Ihr seid drauf reingefallen, alter Mann. Beschämt euch nicht noch mehr. Ich bin die Faust von Constantinia. Habt ihr noch nicht genug? Niemand! Sich mit Assassinen anzulegen. Vor allem mit Ezio. Einigen wir uns auf Unentschieden, gut? Nein! Ihr seid ein wahrer Kämpfer. So wie ihr, wenn auch etwas waghalsig. Wie wäre es, wenn ihr eure Fäuste für die Sache der Assassinen sprechen ließet? Ihr meint, für eine Sache kämpfen? Und nicht nur zum Spaß? Nein! Ich bin sicher, es wird euch trotzdem Spaß machen. Evet, das glaube ich auch, Effendim. Abgemacht. Naja. Ich sammle trotzdem meine Belohnung ein. Moment. Nehmen wir den Schatz mit, ne? So, und hier haben wir auch gleich den Dings hängen. Den wir auch gleich mitnehmen können. Oh. Was haben wir denn hier? Ah, ich hasse das. Nee, weißt du was? Die sind schon zu stark, ne? Ich wollte eigentlich was haben, wo die auch so ein bisschen was Unterstützung brauchen, die Fünfer. Dass sich das lohnt, da mehrere hinzuschicken. So. Ah. Hier ist halt noch nicht, ne? Kriegen wir noch hin. So, wie sieht's hier aus? Wir können noch 4 Leute mitnehmen. Das machen wir auch. Die 4 brauchen wir. Ich hoffe mal gleich mal in die Richtung. Ne? Ich denke mal, das lohnt sich, wenn wir die jetzt schon mitnehmen und dann trainieren. Warum müsst ihr euch so zum Narren machen? Ach, schon wieder weg. Schon wieder weg. Wie sie aus dem Boden sprießen, so fallen sie auch. Kannst mal bitte.
Lass doch die Schale in Ruhe. Meine Güte. Brauchen aber auch nur noch 4, ne? Das ist halt, ja. Siehst du? Vernachlässigt nicht eure Gesundheit. Was kann außer eurer Sicht... Wo ist unser Steuergeld? Sprich... Tanz ist so tot wie ihr. Auch gleich. Was? Das ist gemein. So. Ihr so viele gegen allein, eine. Arkadaşim. Nein, ihr müsst Güte. Keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassin. Ja, ja. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Klar, natürlich. Immer. Ach, jetzt stehen wir wieder hier vorne. Aber hier war... Kein Schatz, ne? Das ist nur so ein Dings. Okay. Ah, warte mal. Ich habe da gerade was gesehen. Bevor wir wieder aufbrechen. Dafür haben wir noch was anderes hier in der Nähe. Auch noch. Ich meine, wir haben jetzt eine... Neue Rekrutin. Ja auch nur, damit die hier endlich mal... Ne? Damit wir das da machen können, was ich vorhabe zu machen. Aber dafür müssen die ja Level 10 sein. Nein. Da wollen wir hin. Und noch 3 Stück. Am besten. So schnell wie möglich. Je schneller wir die Rekruten haben... Momentan, weil ich meine, wenn die das zurückerobern, dann... dass unsere Plätze sich dann ja auch wieder verringern. Ach, haben wir schon. Ja. Ne, dass wir dann auch wieder weniger Rekruten haben, wenn wir dann die Standorte wieder verlieren. Und deswegen will ich die ja so schnell wie möglich dann hier dingsen. Nein. Ne? Dass wir die besetzen. Mit... Hast du nicht gesehen? Ihr verfluchten Diebe. Ihr habt mich ruiniert. Ich hoffe, die Janitscharen reißen euch die Augen raus und schlagen eure Hände ab. Signora, was beunruhigt euch? Diese Schurken da. Sie griffen mich zu Hause an und raubten all meinen Besitz. Bitte, helft mir. Okay. Nein, falsch. Meine Güte. Entschuldigung. Ich verdanke euch bereits mein Leben, Effendim. Doch ich habe noch eine Bitte. Folgt ihr mir? Ja, klar. Wohin? In mein Geschäft, wo diese Männer mich zuerst angriffen. Ich fürchte, sie haben alles gestohlen oder zerstört, was ich besaß. Geht vor. Na los.
Akrobatin. Ist sie speziell? Also das, ne? Geschäft. Sie sind noch hier! Raus! Verfluchte Diebe! Raus aus meinem Geschäft! Nicht an, wenn ich dir helfen will. Ihr habt mir sehr geholfen, Effendi. Ah ja, jetzt auf einmal. Es tut mir leid, dass ich euch im Gegenzug nur meine Hochachtung bieten kann. Ach ihr ja. Schuldet mir nichts. Doch ihr könntet euer Talent den Assassinen zur Verfügung stellen. Ihr könnt gut klettern und würdet sicher viel dazulernen. Ach, ich danke euch für diese Offerte. Wirklich. Ich dachte schon, sie sagt nein. Ah ja, okay. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ne? Ich dachte, sie sagt nein. Hat sich gerade so angehört. Sehr schön. Was ist das denn? Wo ist es denn? Hier. Viel mehr als in Rom. Das ist sehr, sehr praktisch und auch angenehm. So. Ne? Müssen ja ein bisschen was hinkriegen. Ach ja, hier. Oder den hier. Na komm. Lauf, Ezio, und kletter. Kletter und lauf. Ein bisschen alt für einen Gaukler, nicht? Ach. Sich anders. Du wirst gleich das Zeitliche segnen. Ja, sehe ich auch. Ich reiß dir dein Portemonnaie heraus. Jemand sollte euch ein bisschen Respekt beibringen. Lauf, lauf. Du, wo der herkommt. Steht mir nicht im Weg. Mhm. Gott schütze uns. Ich muss gehen. Schnell. Na komm mal her. Na los, mach hin. So. Kämpft für eine ehrenvolle Sache. Jetzt aber. Kardashim. Nicht nur ums Überleben. Wenn ich anderen helfen kann, so wie ihr mir helft, dann könnt ihr auf mich zählen. Ja, das will ich wohl hoffen. Ja, ich glaube, wir brauchen noch ein oder zwei, ne? Ich hoffe, ich entscheide mich für die richtige Person. Dass ich da auch rechtzeitig hinkomme. Er wird sich noch etwas antun.
Hui! Wie geht es euch heute? Ach ja. Mal so, mal so. Was für ein Spektakel. Ach nö, nicht schon wieder. Doch der falsche, hm? Hätte ich mal in die andere Richtung laufen sollen. Entschuldigung. Parika, wenn auch gewagt. Kannst ja mitmachen. Eine Plage, gesandt, um Gottes Kinder zu prüfen. Hört den Ruf. Ach, halt die Klappe. Schon mal in der Nähe sind. Hm? Ich meine, wir hätten auch den Dings töten können, aber ich hätte jetzt keine Lust drauf. Kein Schatz. Ja. Ihr habt nichts zu fürchten, Effendim. Ich werde euch nicht verraten. Ah ja. Dafür hast du aber laut gerufen. Vergebt mir meine dreiste Vorstellung, aber ich bin selbst Assassine in der Ausbildung. Ich bin stark, schnell und habe Schlag bei den Damen. Ein guter Anfang. Wie wäre es mit einem Rennen, hä? Ich beweise es euch. Sagen wir bis zu diesem Punkt dort? Oh nö. Nun, ich habe wohl einen Moment. Also gut, los! Ergreift ihn! Ich sagte, ich bin gut. Ist das nicht gefährlich? Ja, ist in Ordnung. Ich hasse Wettrennen. Ja, jetzt geht's los. Da ist er. Habt ihr das gesehen? Ja, schafft man nicht mehr. Oh, ich hasse das. Ja, Rennen verloren. Ich weiß nicht. Ist nicht so meins, ne? Muss nicht sein. Entschuldigung, aber nehme ich lieber jemand anderen. Ach, ich nö. Sagte, ich bin gut. Nun, das ist ja ein richtiger Turm. Oh, ich hasse dich. Was macht er denn? Jetzt geht's los. Habt ihr das gesehen? Ja, ich weiß. Ich hasse dich jetzt hier. Spring! Spring, hab ich gesagt, du Pestilenz, du! Pestilenz wünsche ich dir, Ezio. Ihr seid gut, alter Mann. Oh, Mensch. Ihr seid auch nicht unter. Muss man erst sauer werden. German, wer ist das? Ah, Ella, komm. Das ist mein neuer Mentor. Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe. Du hast mir nicht geglaubt. Merhaba, Effendim.
Wir schnappen nur frische Luft, Ella, und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Nein, wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt. Bei Sonnenaufgang, jeden Tag, am Galata-Turm. Verstanden? Evid, natürlich, Mentor. Angeber. Ah. Ezio, Ezio. Muss man immer so auf dich sein? Ja, ja, das sag mal laut. Wo denn? Ach da. Das gefällt mir. Zu früh, ne? So, haben wir wenigstens alle drinne. Und wir haben alle. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben so viel jetzt gerade rekrutiert, dass mir nicht aufgefallen ist, dass wir schon die Assassinen voll haben. Sehr, sehr gut. Aber ja, ein paar Minuten haben wir auch noch. Cool. Das gefällt mir. Das finde ich schön. Wir können, glaube ich, auch noch mal zur Bank. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Haben wir denn eine in der Nähe? Hier, ne? Nehmen wir mal mit. Hier haben wir noch ein bisschen Zeit. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Zeit so schnell vergangen und so, dass wir die schon voll haben. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die auch gelevelt kriegen. Ich weiß gar nicht, was ich in der Zwischenzeit machen soll. Wir müssen ja was machen. Oder ob ich dann die ganze davor stehe und dann das Spiel nur laufen lasse, während ich nicht aufnehme. Um dann da zu dingsen. Runter da, du Schwachkopf! Ja, ja, bin schon weg. Ich wollte nur hier hin. Ach, ist der Arzt. Ups, egal. Ein bisschen was haben wir ja noch. Ich wollte doch die Bank machen. Naja. Kommt und gesundet. Wohlbefinden für alle. Genau. Hier. Ne? Nehmen wir das nämlich auch. Ach ja. Ein Abschluss. Mhm. So. Haben wir gerade gemacht, ne? Dann haben wir hier noch ein Schneiderlein. In der anderen Richtung. Da unten runter, ne? Ah ja, hier. Immer schön, wenn man das schon hat. Nicht mehr machen muss, aber... Ah, guck mal an. Wir können gleich nochmal wieder zum Dings gehen. Na los, lauf! In meinem Geh. Geschäft gibt es nur die neueste Mode. Ich hasse die Kamerafahrt. Ich weiß. Ich bin ja nicht dämlich. Ich habe das gesehen. Na gut, komm. Und die 40 Minuten sind auch um. Yep.
So. Okay. Schade, dass man das hier nicht sieht, wie lange das noch ist, ne? Übrige Zeit doch hier. Ja, einige sind bald fertig, andere dauern noch mal ein bisschen länger. Unbekannt? Warum unbekannt? Ah, wahrscheinlich wegen, der ist wahrscheinlich so lange weg, bis ich die Hauptquest beendet habe, ne? Also weitergemacht habe oder die Hauptquest-Reihe beendet habe, sagen wir es mal so. Das ist wahrscheinlich dann so ein Reihengedöns, bis ich dann das fertig habe. Hier ist ja, ne? Und dann, ja. Aber das machen wir ja noch nicht. Das ist ja das Schöne. Wir brauchen doch gar keinen Assassinen, ne? Rekruten mehr. Wir haben doch alle Assassinen-Rekruten voll. Aber die sterben können, deswegen gibt es wahrscheinlich immer wieder neue. Also, dass hier nochmal auf der Karte welche angezeigt werden. Ja, aber wir haben ja noch gar keinen verloren. Und ich gucke auch darauf, achte auch darauf, dass wir das auch nicht so schnell, ne, dass das auch nicht so schnell passiert. Aber der Timer hat gerade gesagt, wir können den Part erstmal beenden. Das würde ich dann jetzt auch machen. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich guck mal, vielleicht mache ich das auch so, dass ich jetzt hier wirklich das mache, wie ich das gerade gesagt habe, dass ich das offen lasse. Und die Assassinen-Rekruten schon mal mache. Ne, das, ja, mal gucken. Ne, und dann kann ich ja auf der PS5 so lange aufnehmen und dann passt das. Hoffentlich. Aber erstmal ist der Part beendet. Ihr seht ja dann beim nächsten Mal, ob ich es gemacht habe oder nicht. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. Wir können ihn für ein paar Tage so lassen. Eine Woche vielleicht. Ruf an. Sag ihnen, wir sind auf dem Weg. Sobald die Luft rein ist. Desmond Miles. Wie schnell sich dein Leben doch verändert hat. Vor 2 Monaten warst du noch Barkeeper für Banker und Promis. Sieh dich jetzt an. Du bist Assassine. Einer von uns. Einer von den Guten. Ist doch nett. Männer und Frauen, die ihr Leben dem Schutz der Menschheit und ihrer Freiheit widmen. Anders als die Templer. Kalte und berechnete Autokraten, machtbesessene Ordnungsfanatiker. Wir tun unser Bestes, um sie zu stoppen. Ja, unser Bestes. Aber das weißt du alles noch, oder? Du weißt vom Animus, dieser Maschine, mit der wir Erinnerungen aus dem Leben unserer Vorfahren finden und nacherleben. Erst warst du Altair, ein stoischer Assassine des 12. Jahrhunderts im Heiligen Land. Dann warst du Ezio Auditore, ein reicher Italiener mit Charisma und einem Talent für Rache. Also, was habt ihr drei gemeinsam? Stimmt, den Ebenapfel. Dieses seltsame Artefakt von diesem Volk, denen die vor uns kamen. Du kennst die Macht des Apfels. Du hast es selbst gefühlt. Das war cool. Oder Desmond? Aber das wird sich bald ändern. Dein Verstand zerstreut sich, zerfällt in kleine Stücke. Und wenn du nicht bald aufwachst, dann löst du dich auf. Für immer. Claudia, meine geliebte Schwester. Ich war nun eine Woche in Akkon, sicher und voll Zuversicht und doch aufs Schlimmste gefasst. Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung und Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masyaf vor fremden Söldnern und Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, wage ich nicht zu denken. Als ich Rom vor 10 Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn. Zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der 1 Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde,
erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masyaf, ein Heiligtum, angefüllt mit unschätzbarem Wissen. Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer? Meine schlimmste Befürchtung. Oder nichts als das Pfeifen eines kalten Windes. Masyaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir noch Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Ach, ich bin das Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten. Und deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altair zu finden. Und um den Sinn unseres Krieges besser zu verstehen. Und meinen Platz darin. Sollte mir etwas zustoßen, Claudia, sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen, zum Wohle aller. Mein Leben ist nur eines unter Tausenden, und die Welt wird es verkraften, sollte es vorzeitig enden.